Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragomon Hunter oder auch Dragon Slayer aus Thailand. Ich bin jetzt auf den Warrior umgewechselt. Unter anderem habe ich auch den Sound leiser gemacht, damit ihr nicht so eine Gequassel hört und dann dabei alles übertönt wird vom Spiel. Ich bin gerade überlegen, was ich am besten mache. Ich zeige euch jetzt allererstes Mal hier den Charakter selbst. Der hat überall auf den Klamotten HP drauf. Das heißt, der hat einen größeren HP-Pool als der Priester, den ihr in den anderen Videos davor gesehen habt. Ich habe schon ein paar Sachen mit dem zusammengefarmt, damit er auch auf dem Stand der Dinge ist. Unter anderem habe ich ihn hier mit Crit ausgerüstet von seinen DS-Punkten. Keine Ahnung, was das sein soll. Ansonsten, ja, ersten drei Starttitel. Was mir aufgefallen ist, ist, dass das Dressmaking und das Angeln accountweit ist. Das heißt, egal mit welchem Charakter ihr irgendwas macht, habt ihr mit allen Charakteren denselben Stand der Dinge in Fortbildungssachen. Denn wir haben ja gemerkt, dass wenn ich hier pro Teil einen Punkt bekomme, brauche ich irgendwie 840 Oberteile, die ich craften muss. Das ist, glaube ich, wenn das bei jedem Account machst, ist das unmöglich. Dementsprechend habe ich ja jetzt das Angeln auch schon auf Level 2. Ja, was die Skills angeht, hatten wir am Anfang ja schon einmal reingeschaut. Hier kriegt er diesen Jump Attack und hat hier den Buff bekommen. Der erhöht Crit Damage um 10%, merkt man nicht wirklich. Also das ist, also ist nichts. Also für mich ist es kein Grund, auf den Krieger zu wechseln. Er hat ja hier die drei Startschläge, also die 1, der Slash wird ja zu einem Sidewipe und zu einem Turnback-Attack. Und da seht ihr Damage 10% HP ab. Das nach oben ist also Upgrading. Das heißt, 10% leecht er damit. Und das heißt aber auch, dass der hier 10%, 3% HP leech auf alle Skills als Buff macht. Dementsprechend wird dann der Wirbel, genauso wie bei Aura Kingdom, auch wieder ein HP leech haben. Wir sind mal gespannt, was die mit 30 machen können. Vielleicht schaffe ich das ja heute noch. Und werde hier erstmal wieder alles Mögliche hochziehen. Ja, ich habe gesehen, dass manche andere Leute hier das Pet als Magier oder Grenadier oder sowas ausgerüstet haben. Ich weiß selber überhaupt nicht, wo ich damit noch hinkommen kann. Er hat ja hier nur seine Standardangriffe. Was das hier bedeutet, Sternchen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich gar nicht sagen. Hier sieht man, dass ja dieses Balrog-Lieder, das ist wohl. Max? Achso, hier unten sieht man das, genau. Da ist diese Granate. Und das ist, also das ist Magier, Grenadier, Fernkämpfer, irgendwas. Wer drauf geht, sagt er, ein Stern. Ach, jetzt hat er beides? Oder wie? Inflammation Slayer Experience. X-Experience. Passiert nichts. Achso, hier unten kann man das ist so dann umwechseln. Ah, okay. Und jetzt läuft er da mit so einem Helm rum. Jetzt, ach ja, jetzt hat er die Magiermaske auf. Wie von Fifi aus Final Fantasy. Ähnelt ja jetzt schon sehr. Ich glaube, 8. oder 9. 9. 9. Teil, ne? 8. war ja mit diesen komischen Flugschiffen da. Ja, ich verkaufe mal erstmal hier ein bisschen was. Aber dieses Doppelklick ist echt nervig, ja? Ich mache immer Doppelklick, weil ich das einfach gewöhnt bin. So, aber ballern wir hier mal ein bisschen was weg. Da bin ich, bin auf Attack gegangen. Ja, der ganze Zeug ist Standard, halt gecraftet ist natürlich jetzt besser. Und er hat auch nur HP-Sachen gekriegt. Also es kann sein, dass der Heiler wirklich als einziges oder unter anderem als einziges auf Crit-Chance gehen kann. So. Machen wir hier mit denen. Brauchen wir schnell auch zum Craften. Sea Demons, Beginning of Ra Species. Bankshirt. Bank, Spearbear. Ich kann das selber gar nicht sagen.
Guide, Beginning of. Ich weiß es nicht, mal gucken. Inventar ist ja zum Glück nicht ganz so klein. Ja, der hier hat auch als, als Mount, hat er hier jetzt auch. Nee, nicht verkaufen, nee, bist du doof? Hat er jetzt auch hier einen Walrus bekommen, was ihr in den anderen Videos gesehen habt, was ich da nicht bekommen hatte. Das ist dann wirklich hier das fette Teil. Aber ist halt auch kein Battle-Viech. Also da muss man dann halt doch mal gucken, was wir da, wie wir da an ein Battle-Viech kommen, was dann auch für uns mitkämpfen kann. Vielleicht kann man das ja irgendwann umändern durch irgendwelche Upgrades. Da bin ich ja dann einfach mal gespannt. So. Ja, jetzt standardmäßig wie gestern auch. Erstmal die ganzen Quests hier abgammeln, bis wir ich weiterkommen. Oh, hier sieht man einen schönen Drachen, der wegrennt. Da. Ach du Scheiße, ist der weggerannt, ey. Ziemlich schnell und ziemlich laut. Und Level 100. Was? Ne, 100 CC, ich wollte gerade sagen. 1% Crit-Rate hat der nur. Oh, es ist der Spieler, der oben drauf ist. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ah, das Viech heißt nämlich Burning Lion Beast. Speed 60. Ja, okay. Das ist jetzt natürlich nicht so viel, aber hier sieht man nur ein paar Sachen drauf, die auch irgendwie 24-Stunden-Buffs haben. Na, super. Little Girl, wo bist du? Ach ja, was es noch gab, ist, ich habe mich jetzt ja hier gestern eingeloggt, nee, vorgestern und jetzt heute. Und es gab Login-Belohnungen, und zwar hier die ersten drei. Für die letzten 3 Tage. Hä? Ja, und hier kriegt man halt Daily-Punkte und was man alles so gerne haben möchte. Active Gold Chest. Dragonback. Welthorn. Ganzen Standard-Scheiß, den kein Mensch braucht. Higher Order Equipment Change Rolle. Ja, muss man mal gucken, was man mit den Sachen machen kann. Hier sieht man ja auch, ist für einige Leute, die täglich Progress zocken, vielleicht ist es ja täglich, die Möglichkeit, hier das Zeug zu kriegen. Ah, jetzt verstehe ich das hier. Active Points, da kann man dann hier oben das ganze Zeug mitholen. Ja, da ist ja nicht schwer, ist ja. Einfach hier die beiden Dinger machen, dann hat man die ganzen Teile. Es sei denn, es geht noch weiter, das weiß ich nicht. Ah, und hier kann man auch direkt zur Daily Team Challenge. Da kann man dann auch hier ein paar Sachen holen. Ach, das war das, was ich gestern gemacht hatte. Ah, okay, oder vorgestern, wie auch immer, ne? Wo man dann hier in diese Hunting, Hunter Club Mission da gegangen ist, das war das. Na, wo rennt er jetzt hin? Ah, auch hübsch. Zumindest geht es hässlicher, ne? Das Ding ist ein Giant Bird und hat 50%. Ja. Also diese Sea Demon Carapace-Dinger hier, die kriegt man wohl öfter. Das heißt, man benötigt die auch für irgendwas. Ach so. Glaube, er sagt uns hier, dass in diesen Dungeon-Dingen da Tore sind. Ja, das war jetzt gerade der Hero Dungeon. Hä? Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Und wir können wieder was Neues craften. Ah, hier sieht man das jetzt hier. Ah, dafür sind diese, die grünen und die blauen. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier eine neue Rüstung holen. Oder einen Helm. Aber nehmen wir lieber die Rüstung, ne? 84, 61, jo.
Was ist, wenn ich da drauf drücke? Dragon Coin? Hä? Ah, jetzt, okay. Jetzt fehlt mir natürlich ein blauer. Kann man die mit Rechtsklick erhöhen? Nee. Achso, es waren ja auch andere hier. Achso, wenn ich hier drauf drücke, rennt er dann zu dem rüber oder was? Ja, ist ja witzig. Okay. Wo ist die Waffe? Ach, habe ich die schon ausgerüstet gehabt? Ja. Dann wechseln wir jetzt die Rüstung hier und haben 2% Eis, Damage 4, keine Ahnung, weniger. Ne, habe ich eben nicht ausgerüstet. Ach, das war questmäßig. Also ich soll erst hier rüberlaufen und dann kriege ich es von der Quest so rum. Dann machen wir das direkt auch. Damit ihr ein bisschen was seht, was die einzelnen Klassen können, werde ich dann natürlich auch noch den nächsten hochziehen. So, natürlich. Wie viel Prozent waren das? 103, na super. Ist ja nix. 20% weniger. Was sind das hier? 15er, ich bin 16. Das ist jetzt aber eine andere Map, oder? Ich glaube ja. Schön auf Crit-Chance, damit der Damage auch was macht. Ich kann ja mal hier gucken. Hö, hat er gar nichts gemacht. Super. Ach ja, das war dieser Skill, der überhaupt nichts macht. Werde ich euch mal zeigen. Er hat auch das Problem. Er hat aber wenigstens einen Sprung. Er hat auch das Problem mit dem Hinterherlaufen. Ist auch ziemlich lahmarschig bei ihm. So, jetzt habe ich angefangen zu kloppen. Und dann kommt das Ding und ist dann für eine Stunde wieder weg. Er kann jede Stunde den Key eingeben da. Ja, die Viecher hier, die heilen. So, jetzt könnt ihr mal sehen. Also hier, wenn jemand wegrennt, kann man mit der 3 hinterher springen. Und wenn derjenige halt angreift, gehe ich in so eine Bubble und kann dann diesen Skill von ihm halt reduzieren auf Minimum an Damage. Ja, die brauchen wir hier nicht. Also laufen wir einfach weiter. Einen neuen Skill hat er jetzt mit Level 16 bekommen. Da werden wir mal gucken, was der Skill kann. Alter, Geschichten ohne Ende. Ja, komm, ey. Also das mit dem, diesem Questen hier ist echt beschissen. So. Einmal die 5. Ach, das ist das Ding. Okay. Ja, ich habe erst gedacht, der Healer wäre gut mit seinem Heal, den er da immer raushaut. Aber wenn ich jetzt mal, ich habe hier auch keinen Boss auf der Map, ne? Wenn ich jetzt gegen einen Boss kämpfen würde und der macht irgendwie einen harten Skill, gehe ich in diese Bubble und dann habe ich den kompensiert. Also da ist man wahrscheinlich damit Heiltränken besser dran. Unter anderem mit dem Life Leech, den man hier drauf hat. Seeotter, Seeotterback, Krokodil Lizard, equipped irgendwas. Ach. Nur, dass man da nicht rauskommt, habe ich den Eindruck.
Also ich komme mit dem Heiler irgendwie besser klar. Ich muss natürlich sehen, wie das nachher mit den anderen Skills ist. Hä? Ach so, ich soll Leichen machen, soll die eintüten, okay. Und ich drücke immer auf die 2. Der Skill ist absolut fehl am Platz, ey. Ich muss jumpen und slashen und auf der 4 mich buffen. Also, 1, 2, ach nee, erst diesen Rush rein und dann springen. Wäre vielleicht sinnvoller, wa? Ja. Sprich. So. Na toll, springt er daneben. Super. Ja, beim dritten Schlag sieht man hier unten 19 Lebenspunkte, saugt er dann. Ist natürlich nicht die Welt. So. 3, 2, 1. Okay. Also muss ich hier umändern. Naja, das wäre schon mal eine Kombo, die wäre nützlich. So, wo will er jetzt hier hin? Wie equipped it? Ja, ich soll irgendwas ausrüsten, oder? Ja, voll chillig, ey. Und der Cooldown passt auch noch da drauf. Und ich springe auch wieder zurück, wenn er durch ist. Sehr schön. Aber das Viech macht da gar nichts, ne? Oder? Der macht echt nichts. Ich glaube, dem fehlt eine Waffe oder so. Hier oben seht ihr die Buffs unter anderem, die ich bekomme. Und da sieht man auch hier, dass dieser Crit-Buff wie alle anderen Buffs von den anderen Charakteren auch nur 3 Minuten hält. Oder 4? Ja, 3 Minuten, genau. Ach so, ich sollte den einsammeln. Ja, dann müssen wir noch hier über den Equipped irgendwas einsammeln. Ist wohl ein anderer Mob oder so, keine Ahnung. Mal gucken. Was ich gucken wollte, war, warum mein Viech nicht angreift. Ja. Weil er dafür eine Kanone braucht. Und hat. Ah, jetzt ist der Kleriker. Ich werd bekloppt. Ist ja geil. Holy Hit. Therapieschlag. Ah, heilt. Was ist das hier? Aussehen oder so. Ah, hier stehen die Resistenzen und so einen ganzen Scheiß. Ja, okay, dann müssen wir den mal ein bisschen leveln. Hä? Okay, probieren wir das hier mal eben. Equipped Small Alligator Lizards Back. Ah, muss er wahrscheinlich droppen, ne? Crocodile. Probieren wir es weiter. Wir kloppen mal noch ein bisschen auf den. Muss ja wenn dann der Dicke hier sein. Die Kleinen droppen das, glaube ich, nicht. Ansonsten weiß ich auch nicht. Kann ja nur das machen, wo er mich hinschickt. Da ist man sehr daran verknüpft, dass man hier vernünftig laufende Quests hat und nicht
zusehen muss, wie alles verbuggt ist. Denn wenn das jetzt nicht stimmt, diese Location, kloppe ich hier wahrscheinlich die nächste halbe Stunde und gebe dann irgendwann auf. Oder ich gehe einfach woanders hin und nehme irgendjemand anderen. Wobei ich fast vermute, dass hier alle sind. Also, ne, so, dass alle das Ding hier droppen. Also entweder habe ich mega Pech oder die. Ich kann ja auch nichts einsammeln. Da ist hier irgendwas mit 100 Small Crocodile. Ja, ich kann ja kaum ein Video machen hier von 100 kleinen Viechern, oder? Hat er mich gerade geheilt? Hat der mich geheilt oder was? Oder heile ich mich damit selber? Heilt das Ding? Hm, keine Ahnung. Ach nee, die Großen heilen sich hier. Wollte gerade sagen. Blöden Viecher. Also irgendwas stimmt da nicht. Otter und Igel. Ach, jetzt. Okay. Also muss ich nicht verstehen, oder? So, gehen wir mal wieder zurück zu dem Ra. Mit unserem Riesenviech, ey. Ja, er bedankt sich, dass ich wieder Igel-Ei bekomme. Ich weiß gar nicht, was dieses Igel-Ei ist. Warum der ständig immer Igel-Ei, dein Igel-Ei. Frau Lulu. Ah ne, Daisy, warum stand da gerade Lulu? Auch jetzt Seeotter, okay. Aber ihr seht auch hier wieder, dass es bis auf ein, zwei Leute nicht wirklich Multiplayer-mäßig ist. Also ich wurde auch schon gefragt von einem Kollegen, ob ich oder beziehungsweise er schrieb unter einem Video, dass er doch gerne dabei gewesen wäre, wenn ich doch daran gedacht hätte, ihn immer zu fragen. Aber das Spiel ist absolut nicht Multiplayer. Und ja, ihr seht das ja, es ist was. Was sollst du da zu zweit machen? Also ist ja. Kriegst ja kein Damage. Ja, und dann die ganze Zeit zu zweit ein und denselben Dungeon zu rennen, also. Bin ja gleich an Level 17, denke ich mal. Wenn ich den hier erwische. Browntail? Browntail, ist so alles dasselbe. Ja, erwischt, kleiner Hund. Er macht schon ordentlich Damage. Dann brauchen wir was anderes hier. Futaba. Seegras, Futaba. Ja, dann sammel das doch ein. Nee, nicht angreifen, sammeln. F, okay. Also nur hinlaufen und F drücken zum Einsammeln. Erleichtert natürlich einiges. Was ist denn mit dem hier? Gibt er irgendwas Besonderes? Nö, natürlich nicht. Und wieder zurück.
Ah, hier ist. Das hier ist, glaube ich, oder ist das? Ne, das ist dasselbe Ori, ne? Ja. Selbe Kupfer, wie vorher auch. Hier seht ihr zum Beispiel einen Spieler. Aber es ist nicht wirklich so, dass die Leute sagen, hey, oh mein Gott. Das ist eben das Problem, wenn da alles refurbished ist. Also es ist natürlich kein schlechtes Spiel. Ja, ich sage, die Spiele sind meistens nicht schlecht, aber sie sind halt Standard. Und wer möchte schon Standard? Also es ist, wenn ich mich dann zwischen zwei Spielen entscheiden müsste, wüsste ich jetzt nicht, ob ich sage, nimmst du Aura Kingdom oder nimmst du das hier, wenn beides gleichzeitig rauskommen würde. Jetzt ist das hier halt etwas neuer, aber mal sehen. Ich weiß ja nicht, was zum Schluss kommt. Wir werden uns das auf jeden Fall angucken. Was tust du? Warum wackelst du denn so? Oh mein Gott! One Hit! Ah ne, nicht ganz, aber fast. Ja. Sehr, sehr cool. Da drehen selbst die Schweine hier durch. Fetthorn. Bighorn, ja Mann. Ich weiß ja nicht, was du von mir willst, aber ich tue alles. Omega, Nass, irgendwas. Da steht halt irgendwo drin, Many, Many, Many. Weil wir ja Krabben jagen gehen. Und die sollen irgendwelche Fragmente droppen. Aber man sieht auch immer nur die Hälfte hier von dieser Quest. Also das ist komisch. Ja komm, tackern wir die alle einmal an. Und jumpen dann hier durch. Ach ja, dadurch, dass man ja hier dieses viermal Ausweichen hat, ist es natürlich fast schwachsinnig, hier diesen Block zu haben. Es sei denn, man hätte so einen Mega-Skill, den man gerade nicht ausweichen könnte. Ich habe keine Ahnung. Es sind auch viele Skills gewesen, wie mir aufgefallen ist, wo man. Ja, lauf mal dahin, bitte. Wo man einfach mehrfach getroffen wird oder Dingen absolviert nur den ersten einen Schlag. Also es wäre, glaube ich, nur PvP-bedingt gut. Mein kleiner süßer Fetti. Was ist das hier? Ein Mountain Beast. Das ist sowas wie ein Gürteltier. Ja, genau, das hier ist so ein Skill, der trifft dich einfach mehrfach, glaube ich. War, glaube ich, bei denen, oder? Was Bing. So, kein Mensch weiß Bescheid. Okay. Was habe ich denn hier eingesammelt? Nix. Wie nix. Na super. Und wieder Quest Kupfer und gesammeltes Kupfer kann wieder nicht übereinander. Also ja, von allem ja die doppelten Slots oder was? Aloy Hammer. Ah! Ja Mann, warte, bleib doch mal stehen hier. Nee, nicht so. Doch, Waffe raus. Waffe weg. Ja, ich weiß. Blutrausch sagt. Ja, jetzt hat er hier den Hammer. Aber eine Pistole hatte ich noch keine. Jetzt kann er aber heilen. Jetzt kann er hier als Heiler agieren. Als Clergy. Aha. Was steht hier? Clergy. Okay. Also ist doch Kleriker, nicht Priester. Ich glaube, vorne stand Priester, oder? Naja. Kann ich ja nachher nochmal gucken, wie das aussieht. Also es ist wirklich ein reines Questspiel hin und her. Man hat nicht wirklich was miteinander zu tun hier.
Es sei denn, es wird nachher im Dungeon lastig, aber ich kann, also Gruppen-Dungeon lastig, aber ich kann halt nur sehen, dass die einzelnen Monster keine XP geben oder nur ganz gering XP, das ist ja nichts. Und dass man halt hier mit den 1600, das hier sind 100 Mobs auf einen Schlag durch eine Quest, das macht absolut keinen Sinn, Mobs zu farmen. Jetzt habe ich ein Primär Dragonfight Game. Ich habe keine Ahnung. Level 15 Dragonfield. Hier wird auch nicht angezeigt, wo man hinrennt. Ich habe auch absolut keine Ahnung. Level 18 Social Hunting Group. Ja, also von den Gruppen ist natürlich genug da. Ja, sind wohl eher Gilden, wo man sich halt. Ach so. Okay, man kann wahrscheinlich so eine Gilde zusammen mixen, wo man dann als Hunting-Gruppe fungiert, sozusagen. Level 18 kommt der Buff. Gucken wir mal, ob wir dann. Na, das dauert aber noch, ey. Gucken, ob ich hier überhaupt bis zu dem Wirbel komme. Also Level 28 wird natürlich viele, viele Quests sein. Also 1600 sind 10 Quests. 1,5 Stunden pro Level ist dann doch ein bisschen was länger. Oh, das sieht natürlich auch nice aus. Gar nichts. Aber rein kann man da? Auch nicht. Zum nächsten. Achso, das ist der Dungeon. Einer der Dungeon. Auch nix. Ah, das wäre natürlich was. Was haben wir denn? 32 Minuten, ja, das ist schon lange hin. Also im nächsten Video seht ihr den Dungeon. Den werde ich da mal singlemäßig durchrocken. Der davon leider nur zweimal am Tag. Oder. Keine Ahnung, wann der resettet wird. Das seht ihr im nächsten Video. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.